Ja, und das sind Chinesen, oder Rot. Oder mal Lesbo. Oh, wow. I don't know, Jack thinks about if he'll drive in the river or not. That's nice. Wow. Right now it's a river. Wow, nice. So, Akutze, if we're stuck, you have to go out and push. That's okra. This is okra. What is okra? The, remember the rice this that flower? They gave us? This no, flower? Not the flower. The tree? The tree. This with the flowers on it. Ah, okay. Remember the rice they gave us with the Yeah. You want to turn around in the field? It's cold weather. Oh, yeah. See, you're bringing water to Babaska. Yeah. It's a four-wheel drive. Wait, this looks like a traffic jam. But yeah, the others also going. They stopped somehow there. But see, also the village people have fun now. Yeah. Please open your window. Market, huh? Let them jump in. Thank you.
So, jetzt sind sie alle zum Austreten, außer ich natürlich nicht. Ich habe es einfach nur aufgesaugt und dann ausgespuckt. So, Plato. Das ist der Eingang zum Plato-Stedt. Schön, einfach nur schön. What are you doing behind the bush? My favorite sister. Come and act a little bit, come. A little bit posing, please. That's better. Yeah. Daheim in Abis zu Hause und ich weiß nicht, ob ihr was erkennen könnt. Hier ist das Haus. Ein wunderschöner Morgen. So kann man das Haus ein bisschen sehen. Und das ist quasi der Vorgarten hier mit der Hofeinfahrt dann. Hier sind noch zwei große Häuser, also das eine hier und das ist der Hintereingang. Da sind Shops drin, also Verkaufsräume, die man mieten kann. Und hier ist das andere. Die Häuser hat er, ich glaube, letztes Jahr fertig gemacht, gebaut. Und als wir letztes Jahr hier waren, waren hier noch Rinder drin. Sowieso. Naja, sagen wir afrikanische Maschbullen. Und da unten genauso, da sieht man das Blechdach. Da waren auch welche drin. Das waren, glaube ich, insgesamt waren es, glaube ich, 6 Stück. Genau. So, hier kann man die Hofeinfahrt sehen. Natürlich verschlossen mit einem Tor. Gerade in der Nacht wegen Sicherheitsgründen. Weil es rennt doch ein bisschen Gesindel rum, scheinbar in der Nacht. Ja. Ha! Ja! So, da ist das Auto, mit dem wir gefahren sind. Also ihr Vater hat zwei, mein Schwiegervater, das ist sein neueres. Hier ist sein alter Opel. Das ist quasi der Hoftrack. Na, mit dem Pferd umeinander. Hier sehe ich gerade Hundescheiße. So, dann besuchen wir jetzt die Tante vom Schwiegervater. Die Schwägerin, die ist doch schon seit einiger Zeit krank, also richtig krank, ja. Ist nicht gut, ist nicht schön. Aber so ist es halt. So. Und hier haben wir dann noch Hühnerstall. Der vorne. Hühnerstall. Da sind die Hühner drin. Das sind insgesamt, glaube ich, 1000. Na, es sind bloß noch 960 Hühner, soviel ich weiß. So, da gehen wir hin, das Haus. Hier ist Satellitenschüssel für das Satellitenfernseher. Dann, hier haben wir übrigens. Hier haben wir übrigens Kaffee. Das sind Kaffeebohnen. Und dahinter haben wir Mandarinen, aber die sind leider noch nicht reif. Letztes Jahr im September waren sie schon reif. Dieses Jahr, jetzt haben wir Oktober, einen Monat später und sind immer noch nicht reif. Und hier ist ein Störfried, der hat heute Morgen schon angefangen zu krähen, ich weiß nicht, 2 oder 3 hat er uns aufgeregt. Kokosnuss. Hier ist noch eine andere Palme. Da kommt eine Frau. Und Haruna kommt mit dem Hund. So, meine Frau hat mir gerade gesagt, das ist Papaya. Hä? Krasse Geschichte, gell? Hier findet man alles. Hier gibt es so viel zum Essen. Und jetzt hängt da so ein Stecken, so ein. Gehst du jetzt raus aus meinem Schuh? Geh weg da! Was es hier auch ganz viele gibt, überall sind Eidechsen, Lizards. Die rennen überall umeinander. Besonders wenn es dann so warm ist, dann sieht man sie überall in der Hauswände. Vielleicht sehe ich es ja irgendwann mal die nächsten Tage und kann sie irgendwie aufnehmen.
Mal schauen. Selber nicht schauen.